Und da sind wir zurück mit dem Euromagazin. Noch 13 Tage bis zum Turnier in 11 Ländern. Erstes Spiel ist ja Türkei gegen Italien in Rom. Und es ist die letzte Mission für Joachim Löw. Es ist für ihn noch einmal die Gelegenheit, seinen zuletzt angeschlagenen Ruf ein bisschen aufzupolieren. Natürlich wird er immer in den Fußballannalen bleiben als der Weltmeistertrainer. Aber in deiner langen Amtszeit, da haben sich womöglich so ein paar Methoden abgenutzt und so richtig hat er sich auch nicht selbst neu erfinden können. Bernd Schmelzer also zum Beginn vom Ende einer Ära. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Fast 15 Jahre Bundestrainer Joachim Löw. Und jetzt vor seinem letzten Turnier. Motto: Zurück in die Zukunft. Veränderungen im Detail gibt es immer, aber ich werde mich jetzt nicht völlig irgendwie zum anderen Mensch oder zum anderen Trainer wandeln. Flughafen Moskau Ende Juni 2018. Hier schien die Reise eigentlich zu Ende, die Zeit abgelaufen zu sein. Aus nach der Vorrunde bei der WM. Historisch schlecht. Es tut schon auch wahnsinnig weh jetzt und wir sind riesig enttäuscht. Ja. Wir sind am Boden eigentlich zerstört. Und jetzt müssen wir mal gucken, was man daraus für Schlüsse zieht. Im Moment habe ich keine schlüssige Antwort darauf. Löw hatte damals seine eigene Leichtigkeit verloren. Irgendwo zwischen Sotschi und Moskau. Weil Löw plötzlich eine Rolle spielte, in der Löw nicht mehr er selbst war. Ich habe natürlich einen Anteil daran. Ich bin der Trainer, ich stehe in der Verantwortung. Und natürlich muss ich mir überlegen, was habe ich für Fehler gemacht, was hätte man können besser machen. Da bin ich der Erste, der das machen muss. Der ewige Bundestrainer. Deutschland feierte jahrelang seinen Super-Yogi. Einen zum Anfassen, auch mal mitten auf der Straße. Löw war einfach einer fürs Herz. Hochdekoriert, Träger des Bundesverdienstkreuzes und natürlich Weltmeistermacher. Löw auf dem Gipfel. In den Vordergrund hat er sich aber nie gedrängt. Die Mannschaft hat aber in diesen Wochen, das muss man auch noch mal betonen, einen unglaublichen Teamgeist, einen Teamspirit entwickelt. Joachim Löw hat dafür viel investiert, seine eigene Philosophie auf die Mannschaft übertragen. Er hat allerdings etwas Zeit gebraucht für den ganz großen Wurf. Löw musste nämlich auch Rückschläge hinnehmen, wie die EM-Finalniederlage 2008. Bei der WM 2010 ist im Halbfinale Schluss. Dennoch. Letztendlich muss man der Mannschaft ja trotzdem, wie sie bislang gespielt hat, ein Riesenkompliment machen. Mario Balotelli, 0-2, 36. Minute. 2012 bröckelt das positive Image erstmals. Nach dem erneuten Scheitern im EM-Halbfinale. Der nette Herr Löw gibt sich fortan kämpferisch. Wir haben fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Auch deshalb ist Löw längst Werbeikone. Man mag diesen Genussmenschen einfach. Weil der es auch mal einfach mag. Italienische Espresso. 2014 dann endlich sein persönliches Highlight. Mehr geht nicht. Seine Ideen. Umgesetzt von seinem Team. Selbst sein erster Umbruch gelingt noch beim Confed Cup in Russland 2017. 12 Monate später ist davon nichts mehr übrig. Alle Versuche, das Ruder herumzureißen, greifen nicht. Bei seinen 5 Turnieren, zuvor als Bundestrainer, erreichte Löw immer mindestens das Halbfinale. Historisch. Genau wie nach vielen schwachen Auftritten das 0-6-Debakel in Spanien im November vergangenen Jahres. Die Strahlkraft aufgebraucht. In jeglicher Beziehung war alles heute schlechten, rabenschwarzen Tag. Und jetzt Seefeld. Sein letztes Trainingslager vor seinem letzten Turnier. Wehmut schwingt auch nicht mit. Überhaupt nicht. Ich weiß, es ist mein letztes Turnier, aber das war ja auch so meine Entscheidung. Ich bin mit der Entscheidung
bin ich eigentlich mit mir selber im Reinen? Joachim Löw will es ganz offensichtlich noch mal wissen. Tja, die erste Aufgabe am kommenden Mittwoch, das Testspiel gegen Dänemark in Innsbruck. Jetzt wollen wir noch mal einen Blick werfen auf die Mannschaft. Wir sind gleich übrigens noch mit Oliver Bierhoff zum Gespräch verabredet. Und bei der Mannschaft auf diesen vielbeschworenen Geist, spätestens seit Malente, in diesem Fall wäre es ja der Geist von Seefeld. Und natürlich ist es da schön in Tirol. Aber die Frage ist, was braucht es denn noch außer einer optimalen Umgebung? Wie geht das vor allen Dingen auch in Pandemiezeiten? Und wie klappt das konkret jetzt schon in Seefeld, Jens Ottmann? Schöne Aussichten vor der Europameisterschaft. 10 Tage Tirol, um den Geist von Seefeld zu finden. Das Ziel, 26 junge Männer wollen und sollen zu einem Team geformt werden. Eingeschworen, sich zusammenraufen und Spaß soll das Ganze auch noch machen. Ich denke, dass uns allen erstmal der Sport Spaß macht, der Fußball Spaß macht und wir natürlich auch über den Spaß auch positive Energie entwickeln können. Und ich denke, dass mit einem positiven Gefühl, was man außerhalb des Platzes hat und auch auf dem Platz hat, da kann man auch gemeinsam Ziele entwickeln. Wichtig wird natürlich auch sein, dass die Mannschaft sich jetzt in diesen Tagen findet, dass die Mannschaft eine Gewinnermentalität aufbaut in diesen Tagen. 2 alte, 2 neue sollen dabei helfen. Der eine ist Thomas Müller. Nach der WM 2018 aussortiert, eine überragende Saison bei den Bayern gespielt und die Erfahrung von 100 Länderspielen. Der andere ist Mats Hummels, Borussia Dortmund, der Innenverteidiger, auch mit 32 noch einer der Besten im Lande. Selbstbewusst angereist als DFB-Pokalsieger. Eigentlich wieder auch für alle irgendwie so ein Wiedersehen, das auch Freude gemacht hat. Und die Spieler haben sich auch, muss man sagen, echt gefreut und so auf ein Wiedersehen mit der gesamten Truppe. So lange, wie sie schon jetzt auch bei der Nationalmannschaft spielen und wie viele Länderspiele sie haben, da brauchen sie jetzt, glaube ich, keinen Einstand mehr geben. Sie müssen jetzt auch nicht singen. Ich meine, wir kennen ja Thomas und Mats, die würden das von sich aus sogar gerne fast machen. Also beim Thomas bin ich mir da sehr sicher. Bis hierhin läuft alles rund. Aber es gibt auch Probleme. Toni Kroos zum Beispiel, sein letzter Corona-Test gestern war positiv. Geduld ist gefragt. Die gilt auch für die 4 Champions League-Finalisten. Wann und wie sie zum Team stoßen, ist noch offen, mit oder ohne Quarantäne. Dazu hat sich Ilkay Gündoğan im Abschlusstraining von Manchester City verletzt. Der Bundestrainer wartet auf Antworten und auf 6 Spieler. Wir hoffen natürlich nicht, dass sie 14 Tage irgendwie in Quarantäne müssen, weil das wäre natürlich für die Spieler und für uns wäre das natürlich wahnsinnig ungut. Das ist ja keine Frage. Also wir versuchen das zu lösen. Ich bin jetzt einfach erstmal guter Hoffnung und der Oliver ist dran und versucht die bestmögliche Lösung für uns alle zu finden, auch für die Spieler. Von heute an werden die Einheiten intensiver. Mehr als Hotel und Trainingsplatz werden die Spieler in Tirol nicht zu sehen bekommen, nicht nur wegen der Corona-Blase. Der Ehrgeiz ist groß, auch wenn die Gruppenphase mit Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal alles andere als einfach wird. Ein weiteres Ziel, Wiedergutmachung für 2018. Deshalb stecken wir die Ziele hoch und haben gemeinsame Ziele, die wir natürlich erreichen möchten und das hoffentlich mit dem EM-Pokal. 10 Tage Tirol, vielleicht klappt's ja mit dem Geist von Seefeld. So, und jetzt freue ich mich, den DFB-Direktor Oliver Bierhoff in Seefeld vor dem Mannschaftshotel begrüßen zu dürfen. Ich habe mir sagen lassen, Sie sind den ganzen Tag am Telefon in Sachen Corona gefordert. Gibt es denn schon eine Lösung, was die Einreise der England-Legionäre nach Deutschland angeht? Naja, wir sind natürlich in Gesprächen auch mit dem Ministerium und auch mit dem Bundeskanzleramt. Es ist natürlich klar, dass es schwer sein wird, hier eine Sondergenehmigung für den Fußball oder für unsere Situation zu bekommen. Aber es gibt schon auch noch ein paar Verordnungen, mit denen man vielleicht arbeiten kann, in dem Spektrum man eben vielleicht auch versuchen kann, dass die Spieler auch hier anreisen können, ohne in Quarantäne gehen zu müssen. Wobei die Anreise in Österreich ja nicht das Problem ist. Da gibt es eine Sondergenehmigung in Österreich. Aber dann die Weiterreise zum Länderspiel nach Düsseldorf oder nach Herzogenaurach, das ist die große Problematik. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir irgendeine Lösung finden. Wäre es eine Option gewesen, wir haben gehört, dass die italienische Nationalmannschaft durchgeimpft wird vor dem Turnier, das auch als DFB zumindest anzufragen? Die Impfung spielt ja bei dem Aspekt keine Rolle. Insofern
ist das jetzt nicht entscheidend. Und wir haben natürlich auch unsere Spieler vorab über Impfungen informiert, auch dazu aufgerufen, weil wir natürlich das bestmöglichst gestalten wollen. Wir haben ja auch noch zusätzlich die Möglichkeit gehabt, da die meisten Spieler oder fast alle Spieler auch bei der Olympialiste gemeldet waren, dass man dort auf Impfungen hätte zugreifen können. Es war also auch eine sehr persönliche Entscheidung bei dem einen oder anderen, aber ich kann sagen, bei Spielern wie Betreuern ist der Großteil geimpft. Gucken wir mal auf die aktuelle Situation in der Mannschaft. Thomas Müller und Mats Hummels, die sind zurück. Haben Sie eigentlich eine Stammplatzgarantie? Die Antwort müsste der Trainer geben. Ich meine, das ist ja immer so beim Turnier, wie die Spiele laufen. Ich glaube, da hat keiner eine Stammplatzgarantie. So wie ich die beiden kenne, ist es natürlich nicht so, dass sie das auch verlangen würden. Sie sind beides auch Wettbewerbsmenschen, die jetzt eigentlich über ein Jahrzehnt auf höchstem Niveau gespielt haben und das natürlich mit ihrer Leistung dann auch zeigen wollen. Aber es ist natürlich klar, dass sie hierher kommen und natürlich den Anspruch haben und sicherlich auch mit dem Bundestrainer besprochen haben, dass sie da am Anfang gesetzt sind. Dann kommen wir doch mal zum Bundestrainer vor seinem letzten großen Turnier. Wie erleben Sie ihn? Sie kennen ihn lang genug. Fokussiert und entspannt. Könnte sich jetzt gerade widersprechen, aber es ist eigentlich immer wieder auch eine Stärke von Jogi, gerade während der Turnierzeit gewesen, dass er doch sagen wir mal, sehr klar und sehr fokussiert auf die Mannschaft ist, auf die Spiele, auf das, was dann eben auf dem Rasen passiert. Aber gleichzeitig diesen sicherlich inneren Druck, den er verspürt, nicht weiterleitet. Also beim Mittagessen oder wenn man irgendwie so zusammen ist, bestätigen auch die Betreuer, ist er recht entspannt. Und man merkt natürlich schon auch an, dass es hier ein ganz besonderes Turnier für ihn ist und dass ihm natürlich auch klar ist, dass das sein letztes ist. Den radikalen Schnitt, den haben Sie ja versäumt beim DFB nach dem 0:6 gegen Spanien. War das insofern auch ein bisschen Kalkül, als man bei einer möglichen Pleite in der Vorrunde dieser schweren Gruppe das noch dem scheidenden Bundestrainer anlasten könnte und der Nachfolger, jetzt Hansi Flick, dann befreit antreten kann? Nein, überhaupt nicht. Aber das war gar kein Beweggrund, sondern völlige Überzeugung. Wenn man das mal in Ruhe analysiert und auch weiß, welche Fähigkeiten und welche Stärke Jogi Löw haben, dann hat sich für uns, und das nicht nur für mich persönlich, sondern für den gesamten Entscheiderkreis, auch im Präsidium, dort die Frage nicht gestellt. Volles Vertrauen in Jogi Löw. Ich bin davon auch überzeugt, dass er die Mannschaft hier zum Erfolg führen wird. Da war kein Kalkül dabei, wer könnte die Schuld haben. Also so denken wir nicht. Am Ende müssen wir Erfolg haben. Und das ist das einzige Ziel. Darauf konzentrieren wir uns. Und dementsprechend treffen wir Trainerentscheidungen und der Trainer auch seine Spielerentscheidungen. Ja, erfolgreiche Meldung der letzten Tage. Hansi Flick hat unterschrieben, wird der Nachfolger sein. Welchen neuen Geist soll er der Mannschaft mitgeben? Na, jeder Trainer hatte seine eigene Handschrift. Und ich meine, was Hansi fähig ist zu machen und welche Klasse er hat, hat er jetzt natürlich vor allem bei Bayern München gezeigt. Ich kenne ihn ja aus der langen Zeit beim DFB als Co-Trainer und auch als Sportdirektor. Er ist ein Bombentrainer, ein ganz klasse Mensch, jemand, der einfach auch die Menschen und die Spieler hinter sich bringt, klare Ideen hat, klare Vorstellungen darüber auch, wie die Mannschaft zu spielen hat. Und ich glaube, er wird einen guten Start haben und dann werden wir weitersehen. Aber ich bin sehr, sehr glücklich. Ich bin auch sehr glücklich, dass er sich für uns entschieden hat, denn die Konkurrenz mit anderen großen internationalen Vereinen war ja ganz groß. Das zeigt einfach, dass er auch für die Nationalmannschaft brennt und das wird eine tolle Zeit. Gestern Abend gab es noch mal eine extra Portion Motivation, habe ich mir sagen lassen. Da war ein Referent da, der auch schon vor dem WM-Triumph 2014 gesprochen hat. War das so eine bewusste Entscheidung von Ihnen zu sagen, wir wollen den Geist von Campo Bahia noch mal ein bisschen aufwecken? Nein, Campo Bahia ist Vergangenheit. Hier die Mannschaft zeigt ein neues Bild auf. Da spricht man noch nicht mehr drüber. Es ist auch kein Aberglaube dabei, aber Mike Horn ist einfach eine unglaubliche Persönlichkeit. Er fesselt dich in 2-3 Minuten, das hat er auch gestern mit den Spielern schon gemacht und hat natürlich aus seinen Erfahrungen berichtet als ein Abenteurer, der immer wieder an die Grenzen gehen muss. Und wenn wir erfolgreich sein wollen, dann müssen wir einen Teamgeist entwickeln, dann müssen wir an die Grenzen gehen und da versuchen wir jetzt in den Tagen immer wieder Akzente zu setzen, dass das neben den Dingen, die auf dem Platz passieren, auch so in die Spiele, in die Köpfe der Spieler reinkommt. Letzte Frage, Oliver Bierhoff, dann entlasse ich Sie wieder ans Telefon in Sachen Corona. Was sagen Sie dazu, dass Sie demnächst womöglich eine Chefin bekommen als DFB-Präsidentin? Ja, das wäre mal interessant. Wir schauen uns das alles an. Das beschäftigt mich jetzt im Moment nicht. Man hat ja auch noch ein bisschen Zeit bis zum Bundestag. Das sind ja noch andere Personen, die sich darüber Gedanken machen. Aber es war eine sehr schwere Zeit. Es ist gut, dass jetzt in dem Sinne Klarheit herrscht, dass wieder ein Neuanfang beginnt und steht doch außer Frage, unabhängig davon, ob wir eine Präsidentin bekommen oder nicht, dass wir im DFB
Frauen im Fußball, nicht nur den Frauenfußball, sondern Frauen im Fußball weiter unterstützen müssen. Und wir machen das auch schon in meiner Direktion recht intensiv. Ein prima Schlusswort. Dann darf ich Ihnen alles Gute wünschen für die nächsten Tage, natürlich für das Turnier. Danke nach Seefeld, Oliver Bierhoff. Danke nach Köln.